Guten Tag, guten Morgen, guten Abend, aber mehr schaue ich mir von Streaming und begrüße euch immer wieder als Pisa Sanf von PMD Reiterteam DX. Oh yeah. Letztes Mal haben wir Team Übel ordentlich weggeflext. Und. Nee, wait, das war im vorletzten Part. Im letzten Part haben wir Zapdos ordentlich aus dem Leben. Haben wir Zapdos eben nicht ordentlich aus dem Leben geholt, da wollte ich uns eben ordentlich aus dem Leben holen. Und ja, infolgedessen gucken wir jetzt mal, was wir Tengulis befreit bekommen irgendwie. Neue Post. Link-Attacke. Oh, wait. Soll ich nochmal kurz angucken gerade? Ein Sieg-Ticket, nice. Wait. Was war das? Was war das gerade? Link-Attacken für Anfänger, Schambad plus Samenbomben, Antikraft-Ticke. Von Absorber, Macholo, Durchbruch und Gartenschlag. Knochenkeule. Biss plus Kratzer. Es sind eigentlich halt immer nur so zwei Moves, die das Ding einfach entfernt hat, die man einfach so kombinieren kann, oder? Das ist irgendwie auch witzlos. Also, wenn ich ja verstehe, ist gar nicht mal mit dem Teigklaue plus Kratzer, weil man halt den Attack Booster mitnehmen kann, vielleicht. Und ja, von seinem absolut witzlos. Sehe ich nicht irgendwie. Ja, wieder ein bisschen auf dem Markt. Wie viel Cash haben wir denn gerade? Das war. Okay, dann kriegen wir wieder das erste nur Billigcut. Gucken, was der da so aktuell für uns hat. Und Apfel, nice. Oder Äpfel immer wichtig. Immer wichtig. Ein Top Ace und ein Top Aether mal mit, aber nur wenn man es mal gekauft hat. Bei Aether soll man wahrscheinlich sogar genug haben, aber ist eigentlich egal, was man es halt immer mal wieder braucht. Weiß auch nicht, wie lange der nächste Dungeon wird, wenn wir jetzt in Donnerberg reingehen. Oder vielleicht können wir auch mal erst wieder ein bisschen trainieren. Das Ganze mal. Okay, die lagern wir mal. So. Weiter im Text. Da fangen wir mal ein Lagern. Die Samen können wir noch nebenbei mal futtern. Die bei Intensivtickets würde ich noch lagern. Mini-Beleber-Samen würde ich mir wieder zwei mitnehmen. Vielleicht noch drei normale. Dann soweit passen. Wenn wir wieder ein neues Helfer-Dinger mitnehmen. Irgendwas, ja. Weil ich ja echt nach was gucken, was hier vielleicht was mit Elektro zu tun hat. Wenn wir jetzt auch in Elektro-Ding gehen, da gibt es auch noch da vorne dieses Donner. Oder Donner-Ebene, wie es gerade hieß, Gewitter-Ebene. Warum was, was hier was mit Elektro zu tun hat, oder sind es alle? Diese Eiler brauchen wir jetzt eh nicht kaufen. Magnetmine haben wir schon. Ja, Güterpatrouille, let's go. Falls wir jetzt irgendwelche neuen Elektromons oder so da beim Güterpatrouille finden. Oder beim Güterberg, Donnerberg. Egal. Schipok. So, legen wir auch so wieder alles ab. Würde ich sagen, immer mal wieder ein bisschen rumquesten hier quasi. So, weil Donnerberg ist mir gerade ein bisschen zu früh. Ich will mal sagen, wir gehen das erste Mal in Donnerhai-Höhle. Einmal, weil wir da jetzt, weil wir da eben noch zwei Aufträge haben und weil da ein bisschen Chest-Dropping ist, wie man gerade gesehen hat. Und weil wir können uns ja jetzt easy durchbauen. Vielleicht will noch ein paar Pokémon, mit denen wir eh noch nicht befreundet sind. Mal gucken. Wir werden vielleicht durchs Güterplateau endlich mitnehmen können.
Ampel leuchtet mal wieder. Man kennt sie. Sollen wir schon alle Items mitnehmen? So muss das. Eins, was ich mir hier bei den alten PMDs immer ein bisschen gefehlt hat. Was ich halt in PMD 2 immer so mega cool fand, also immer noch mega cool finde, ist halt dieses Verbrechersystem. Und ich habe auch schon mal gesagt, vermutlich werde ich irgendwann hier auf dem Kanal ja auch noch PMD 2 bringen, weil PMD 2 einfach genial ist. Ist ja meiner Meinung nach eins der besten Spiele, die es jemals gab. Die Spiele sind absolut unglaublich. Würde ich sagen, mein Lieblingsspiel, eins meiner Lieblingsspielerlebnisse will ich eigentlich auch mit euch teilen hier. So, Popanze, nehmen wir ihn mal mit. Wir haben noch. Das Game haben wir noch nicht. Haben wir Knuddelhoff ab dabei? Nee, haben wir nicht. Wenn ich mal einen Samen rein fugen gerade. Boah, Alter, zwei. Aber besser als nichts, würde ich sagen. Und wir kriegen eh kein Geld für die Dinger. Voll, ich fugen wir die jetzt rein. So, noch einen haben wir schon mal die ganzen Dinger aufgebraucht. Vielleicht finden wir jetzt auf dem Weg hier noch einen Knuddelhoff auf. Das wäre sicher ganz cool so. Würde ich definitiv mitnehmen. Dann hast du wieder Geld. So, wo ist denn der nächste Auftrag? Okay, bis. Ich muss eigentlich schon gar nicht mehr selbst angreifen. Ich muss aber nur Magnetilo dabei haben. Der böllert eh alles mit Lampeleuchter aus dem Leben. Ba, 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 ba. Ba, 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 ba. Oh, so schön Musik spielt, das ist. Ist mir gut für ihn spielen, holy shit. Nein, ich will ihn nicht verlassen. Lass mal bitte. Oder liegt noch ein Mini-Beleber-Samen, den wir auch mal noch gut brauchen. So, und Edekit ist hier noch. Was wir noch mitnehmen können. Ampelleuchte. Wisst ihr, wir laufen auch an ein paar Boden-Pokémon rum. Gibt es hier auch quasi so Hackordnungen quasi in den einzelnen Dungeons? Dass der zweite so ein Pupanzer halt höher steht als die ganzen Elektro-Pokémon, die hier leben. Fände ich irgendwie mal interessant zu wissen. Und ich werde ihn dann eigentlich verlassen. Okay, dann können wir jetzt die Sachen einsammeln. Dann deshalb werden wir, ich glaube, eh nochmal gefragt. Ich glaube eh, ja. Ich glaube eh. Also, wenn wir, glaube eh nochmal gefragt, ob wir dann verlassen wollen oder nicht, dann können wir dann da verlassen und dann sind wir auch fertig. Lambert. Also, dass wir auch ein bisschen unsere Moves boosten können. Weil es ist ja so, als wenn man Moves quasi benutzt, dass die dann eben stärker werden. Deswegen sind unsere Moves auch nicht so hoch gelevelt, aber weil Feurige und manche Türme so am Reinspammen sind. Ich will nicht weitergehen. Ja, so jetzt endlich. Nach mehreren Versuchen haben wir es auch mal geschafft rauszukommen. Jo, alle Aufträge abgeschlossen, Regenbogengummi erhalten. War dann nicht noch eine? Ah, okay. Noch Geld von Popanze, ihre. So, Stabilwetter ob und bisschen Cash Money. Bisschen Rangaufstieg, Bumble mit seinem Reizeschlüssel. Ein Zinkbandana kann man wieder teuer verkaufen. Und wir sind in den Rangaufstieg. Nice.
Nicht mehr normal. So. Wir sammeln die auch nur so. Guten Mittag, guten Morgen. Ich will Pinguis noch nicht retten. Das ist mir eigentlich nur zu früh, mal for real. Lass mal bitte. Bin gerade richtig am Spam hier. Please. Jo, nehmen wir mal an, nehmen wir auch mal an. Ja, okay. So, waren wir jetzt ja noch irgendwie Aufträge drin. Wir haben noch drei im Stahlberg. Die machen wir auch noch. Wenn es auch einen super Gegner gibt, der kann man auch ein bisschen leveln. Und nee, wir müssen ja mal die ganzen Quests hier hinter uns bringen, die wir gerade schon gemacht haben. Alle schon angenommen haben. So. Oh nice, wir mitkommen, der Junge. Das kennen wir aber auch noch nicht. Oh, der will ab für wen jetzt? Ah, David, nice. So. Vor allem schon, wenn man gerade absolut nicht weiß, was man überhaupt in den Dingern noch finden kann, in den einzelnen Dungeons, weil. Also, was man da jetzt noch für so an Quests hat, weil. Wir haben die Aufträge gefühlt vor 30 Jahren angenommen. Da kann jetzt so viele verschiedene Sachen rauskommen. Ein Tarnhehl, die haben wir, glaube ich, sogar schon, ne? Sammeln, go. Und Level Aufstieg für mich hilft Magikilo. Für mich, nice. Oh, 2 hoch, bis Angriff. Und 2 hoch, nice, so muss das. So. Ey, was ist mit den Rabauzi gerade los? Aber für mich, ich nehme jetzt einfach die ganzen Rabauzi mit. Das extra Geld, was wir bekommen. Und, wir kriegen noch mehr Mons, die sich uns anschließen wollen, weil Regeln im Spiel ist ja, umso mehr Monster dabei hat, umso mehr Monster sich einem anschließen. Eisgruppenzwang hier. Du wirst am Ende im Dungeon gemobbt, wenn du an genau dem Tag nicht im Team drin warst. Deswegen nenne ich also, jo, da muss ich jetzt schon so mitmachen, easy. Wenn da schon so alle mit dabei waren. Boah, ich bin gerade so eklig müde, holy shit. Eigentlich will ich jetzt noch so 2-3 Parts mehr aufnehmen, aber ich glaube, dann nach dem Part höre ich vorher auch mal erstmal auf dann. Da fahre ich Rabaus. Oh, Rabaus hat ja gewonnen, nice. Ja. Unten die Treppe. Ey, wo ist die Treppe? Im ersten Raum, in dem ich hier landet bin, aber egal. Sag's keinem. Too much Rabauts. Also, Leute, ich will im Game jetzt schon so Rating von 2 von 10 geben, einfach zu viele Rabauts. So, jetzt sollen wir noch Quests haben, ne? Jo. Nein, ich will ihn nicht verlassen. Behindert. Mal wieder. Reingescheiter! Sonnenbomben! Das überlebt halt, Alter.
war denn der gerade, Alter? Einfach, dass er eine Samenbombe von dieser Samen überlebt hat. So ein höheres Wesen oder was? Ja, das sind eigentlich zu viele Wows. Also Leute, nächste Dungeon, den wir gehen, keine Wows mehr bitte. Das sind echt gerade zu viele. Jetzt bist du richtig aggressive unterwegs, Alter. Die Sache ist ja, wir haben ja die, da kommen immer diese, dass wir quasi den, das Mon mit dem Retterorden befreien. Oder quasi aus dem Dungeon rausholen. Wie da funktioniert denn das gerade so bei Pokémon, die halt keine Möglichkeit haben, das festzuhalten? Also zum Beispiel, sind ja mehrere vierbeinige Pokémon, die man hier bekommen haben. Wir haben ja selbst eins, wobei man dieses Arm halt noch beachten muss, dass er noch seine, Ranken hat, mit denen er sowas greifen könnte. Aber so, was man, wie macht denn das Hydropi? Oder Chella, Chella gibt's hier nicht mehr, aber wie macht denn das Hydropi? Oder Indivier, wobei Indivier hat auch noch Ranken, aber ja. Hydropi, wie hebt denn der sowas hoch? Hat er das irgendwie so seitlich an seinen Kamm da vorne angeklebt oder? Wüsste ich immer gerne. Wie genau funktioniert der? Ich habe auch nicht eine Siebenbär reingefuttert, obwohl ich einen Apfel wollte. Ich werde müde, Leute. Und ich werde alt. Vorher hast du gemeint, dass die Nachbarn, die seit 2011 bei uns leben. Und ich dachte halt bei denen, dass die, so maximal 5 Jahre bereits halt neben uns wohnen. Hat ihr mal mitbekommen, dass sie halt bei 10 Jahren da sind. Ich wär fucking alt. Das sag ich mit fucking, das sag ich mit knapp 20. Also ich bin aktuell 19. Freudig knapp 20. Logisch. Ich fühle mich alt. Unfähig? Also ich glaube, ich bin nicht nur alt, ich bin auch unfähig. Du bist alt. So alt. Oder wir machen noch weiter, ich bin auch eh fertig im Dungeon, oder? Wir müssen dann zu irgendeiner Aufgabe. Wait. Haben wir nicht irgendwo eine Übersicht über seine Aufträge? Ja, hier Aufträge. Ja, okay, E8 ist noch eine, heißt nächste Ebene dann. Dann fällt mit dem ganzen Dungeon hier. Ich hoffe gerade schon, dass mein Gain hier gerade nebenbei nicht hört. Falls ja, tut es mir leid. Das ist gerade schwer vermeidbar. Wo man hier gerade um Viertel nach zwei aufnimmt. Also nachts Viertel nach zwei. Logischerweise. Tagsüber wäre ich noch müder. Lol, XCD hat einen Witz gemacht. Der Moment, wenn man sich schon sehr viel seine Witze roastet. Ah. So, E8 sind wir. Da tun wir jetzt schon Nidoran. Jo, Nidoran gefunden. Easy. Nichts leichter als das. So, ich bin erstmal gleich helfen bei den Rabouts. Und wir kriegen
1997 und was gibt es von dem? 98, Alter, der hatte. Der war richtig Millionär, der zweite. Ich bin aber jetzt zwar eigentlich zu viele Baus jetzt gerade im. Bei dem Auftrag. Ein Beschwörbandana. Wenn wir spielen auf dem 8, Alter. LOL! Irre! Nehmen sie jetzt immer noch nicht. Ja, ist mir auch ein Testbeitritt. Das wär's jetzt. Das ist absolut Ehre. Aber muss ja nicht jeder beitreten hier. Ist ja schon cool, wenn es auch noch einer macht. So über die Kanalmitgliedschaft, die ich noch nicht habe. Aber, wie soll ich sagen, das war's dann für heute mit PMD Mystery Dungeon. PMD Mystery. PMD Redder-Team DX. So rum. Jo, aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde gerade, glaube ich, wie betrunken, sorry. Kommen wir da raus mit allem gerade. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst ein Like da. Lasst ein Abo da, was auch immer. Dann bis zum nächsten Mal und ciao.